Ich habe 5% dazu bekommen. Oh, das wird. Ich habe 68%? Hm. Vielleicht ist Holzkohle zu billig. Ach so, man muss dann warten. Ja, ich bin ja auch zu voreilig gewesen. Nur noch Kohle, Damenkohle. 73%? Ah, man kriegt immer 5% dazu. Ja. Finde ich eigentlich fair. Ja. Ich habe auch immer noch 11 Holzkohle drin. Ja, so eine Kohle verbrate dauert einen Moment. Ja. Jetzt habe ich 83,9%. Ich habe 15. Ja, ich hatte ihn nicht so weit runter. Aber vielleicht sollte man für ein Jetpack so eine automatische Füllanlage machen. Das heißt, es geht von einem Ofen zum anderen, vom Ofen zu Ofen zu Ofen, bis es irgendwann voll ist. Einmal hin, rund, ja, müssen wir 5%? Kannst du ausrechnen, wie viel 20 Öfen miteinander stellen. Jetzt oder ist immer nur ein Ofen und wir machen das mit einer Glock, dass dann die automatisch das Item hochspringt, wieder zum selben Trichter und dann in den Ofen und dann immer so in den leeren Kreis. Oder so, ja, das geht auch. Ich mach mal 40% und dann ist gut. Na gut, 100. Hm? Ja, aber ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Geh mich. Nein, nicht so lange. So, ich gehe mich erstmal entleeren. Wer will das wissen? Weiß nicht, meine Schwiegermutter. Deine Schwiegermutter? Weiß gar nicht, ob ich überhaupt eine habe. Ja, ich wollte gerade fragen, hast du ein paar neue Informationen? Das ist ja interessant. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Ich wollte noch gucken, wie lange wir schon aufgenommen haben, aber naja. Wenn wir noch ein Stündchen zusammenkriegen, ist gut. Mal sehen, ne? So wenig? Na, wir haben ja schon 2. Glaube ich. Ach, das ist jung. Wie Musik. Ich habe keinen Platz. Du Pilgermatz. So, Fenster. Rüstung Fenster. An. Fenster. Blas. Fenster. Fenster. Rosensträucher habe ich vergessen. Ah! So. Klack. Ich bin ja eigentlich da hinten soweit fertig. So. Der Rest kommt ja offline, weil da muss ich mich ja dann mal hin und her bewegen. Der Manfred muss sich bewegen. Achso, wir haben schnell das Ressource-Pack, das Texture-Pack bei mir gewechselt. Und mit den schwer zu Baumfarmen geht, sieht denn das alles wirklich mal richtig aus. Ach so. Ist auch ein Zaun mal Zaun. Ja, der war ja auch schöner. Der Birkenholzzaun vor allen Dingen, ne? Wollte ich gerade sagen. Oh, ich kann nichts aufnehmen. Was mache ich denn jetzt hier? Ich mache jetzt meinen Rucksack. So, ich habe jetzt meine Aufgabe erledigt. Was ich bin jetzt? Ein alter Gierschlund. Ich ein Hühnchen bauen? Ein Hühnchen? Aha, mhm. Ja, Hühnchen. Hühnchen. Aber nee, ein Huhn zu bauen, das ist bestimmt schwer. Halt. So. Dann kommt die auch weg. Was brauche ich? Jetzt brauche ich Eichenholz. Die Blümchen tue ich dahin, die Blümchen. Wie war das mit diesem Heu? Wie nannte man das? Stroh. Nein, die Figur. Vogelscheuche. Ja, da hatten wir uns ja vorhin drüber unterhalten. Ich meine jetzt nicht für die Farm. Also. Ach du, so eine Erntefigur hier, wenn die Ernte vorbei ist, bauen die doch da immer, meinte ich doch, so eine komischen Figuren aus ihren gerollten Strohballen. Dann bauten sie mal eine Markt. Meinst du Strohfigur, ne? Ja. Ich meine. Ja, ich habe eine Meinung und die möchte ich sagen. Aber. Ich würde es eigentlich viel cooler finden, wenn wir unser Skin irgendwann bauen. Mhm,
Das wäre geil. So als zwei riesengroße Figuren. In so einem Tempel. Ich sag schon was nächstes, kommt das wieder auf die Liste. Auch so, aus so Stein, so richtig groß, so. Blade muss aber auch mit rein. Wir müssten mal dann mal wieder anschreiben, ne? Irgendwann mal. Da, wo ich letztens doch diese komische Silo-Farm da machen wollte, da können wir doch diesen riesen Palast hinbauen. Na klar, da ist ja noch Platz. Da ist so viel Platz. Wir haben noch so viel Platz hier. Oh, Holz ist alle. Armer. Ich habe kein Eichenholz mehr. Ja, lach mich mal aus. Blöde Schaf. Ja. Holzfarm, ich komme. Das ist doch schöne Musik. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das ist keine schöne Musik. Die sperren uns alle Videos. Alle. Nee, leider nicht. Brauche ich wenigstens mich nicht mal anhören. Ja, der Manfred mag es nicht selbst reden hören. Weißt du, was ich eigentlich immer schon gerne bauen wollte? Nee. So eine automatische Monsterfarm. Ja, wir hatten doch schon mal mit was angefangen, ne? Das war der Zombie, ja. Ich meine auch für Creeper und so, aber das kriegt... Man da kann ja nur die Spawner so konfigurieren, wenn man auch die Spawn-Eier hat. Naja. Das können wir natürlich sagen, weil das nicht möglich ist, machen wir das mit dem Barrieren. Man holt es sich einfach raus. Baut was Neues. Oder man sagt, man lässt es sein. Da ist dein Rat gefragt. Ich hätte schon nichts dagegen, wenn du sowas bauen würdest. Weil wir hatten ja hier so eine kleine Stelle markiert, wo wir, glaube ich, sowas vorhatten. Ah, weil die Leute meinen, mir egal, ich baue das jetzt. Genau. Schlägt sowieso keiner was vor, also bauen wir, was wir wollen. Nein, da hast du Katze eingedrungen. Tiger? Diesmal die diesmal die andere Katze. Bei dir? Ja, momentan ist selbst die zweite total auf mich fixiert. Ja. Naja. Kümmerst du dich um die Katzen so futtermäßig? Das nicht, aber ich gebe dir die Aufmerksamkeit, die sie nie bekommen. Ach so. Ja. Weil streichelt die ja keine. Ist wie mit dem Hund. Der Hund quiekt und so und brüllen den Hund immer an, dass er aufhören soll, aber wenn der Hund keine Aufmerksamkeit bekommt. Tja. Dann sollte man sich keinen Hund anschaffen, wenn man nicht den Nerv dafür hat. Wie meine Mutter, der Freund, der kommt von der Arbeit nach Hause, kommt zu uns nach Hause und meckert gleich den Hund an, dass er aufhören soll. Was soll denn der Kack? Der Kante. Naja. Der brüllt jeden Tag die ganze Bude 24 Stunden zusammen, dass der Hund aufhören soll. Ich glaube, der mag den nicht. Wie gesagt, der mag den Hund und will den Hund, aber am Arsch. Ja, das gehört aber dazu. Nur Gassi gehen und Futter geben ist nicht alles. Dein Tier braucht auch schon ein bisschen mehr. Das tut er selbst nicht. Er geht nicht mal Gassi? Nein. Nur wenn meine Mutter ihn wirklich zwingt und den Hund aufdrückt. Mhm. Kannst dir ja vorstellen, wie oft der Hund denn am Tag quiekt. Ja. Das hast du Gott sei Dank vorhin nicht in der Aufnahme gehört. Und das Neueste, was momentan sich die beiden ausgedacht haben, ist den Hund einfach im Bad sperren. Und denn? Dann quickt er ja auch. Nee, sie ist ruhig, sie hat Angst und Dunkel. Ach so. Außer wie vorhin, wo sie denn im Bad musste. Und da lief aber die Waschmaschine. Da hat sie wirklich gequiekt und gequiekt, weil sie das nicht abkonnte. Das ist ja auch normal. Das ist ja auch kein schönes Geräusch. Ja, sieht jetzt ein bisschen anders aus hier bei mir. Also, ich habe ja schon erklärt, warum. Weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt brauche ich wieder das andere Holz. Aber das habe ich jetzt genug. Birkenholzbretter? Ja. Birkenholzbretter? Ja. Die tun wir erstmal hier hin. So.
Dann tue ich mir die hier hin und drehe da mal hin. Hallo Schaf. Apropos Schaf. Du, weißt du, Schaf. Danke. Das ist sehr nett von dir. Huhn, geht das, was ich bei dem Schaf gemacht habe, auch bei dir? Ich hab gerade die Stirnfriede. Was hast du gerade? Stirnfriede. Doof und dümmer. Das auch noch. Beschwert sich gerade, dass Minecraft nicht funktioniert. Ah. Soll man sich's kaufen? Ja, doch. Oh, das kannst du ruhig laut sagen. Also das finde ich wirklich albern. Ja, Morgan tut auch nichts gegen diese Quacket Launcher. Das kostet ja nun wirklich nicht die Welt. Ich hatte damals zum Ausprobieren auch so eine Geschichte, weil ich ja nicht wusste, ob mir das Spiel überhaupt gefällt. Hatten wir ja dann auch erst gar nicht. Aber als wir dann nachher im Jugendhaus damit angefangen haben, in unserer AG, wo wir das erzählt haben, da hatte ich mir das dann auch gleich gekauft, ne? Ja. Vorher habe ich es nicht gespielt, wozu soll ich mir das kaufen? Hatte ich mir gedacht. Aber da blieb mir ja dann nichts anderes übrig. Und jetzt macht das ja Spaß. Ich werde da nie so ein Experte sein wie du. Das will ich auch gar nicht. Dafür, denn spiele ich lieber mit dir zusammen. Ja, da ist das Köpfchen ganz schön voll mit Sachen. Ja. Da kann ich denn eine neue Version rauskommen. Genau, das macht der Manfred nämlich immer alles hier schön picobello fertig. Eichenholzstufe brauchen wir. Wie kann man denn eine Monsterfalle praktisch bauen? Ja, mal auf die Liste gucken. Ach, der Boden sieht ja jetzt auch anders aus. Ich war eben ein bisschen verwirrt. So. Das liegt ja jetzt daran, weil das daran liegt. Klack. Ein Dorf bauen, das kann ich ja löschen. Das ist ja so gut wie fertig. Ach, du steckst gerade in der Liste. Hm, ja, ich überlege gerade, was zu diesem Oldschool, was wir gerade momentan so bauen, dieses entspannte, schlichte. Ja. Da darf ja nichts so mit Modernes rein. Nicht wirklich. Eine Katzenstube. Katzen haben wir noch gar nicht, ne? Die hatten wir auf unserem Oldfried-Server. Ja, die sind oft in Tropen, aber diese Tropenbiome haben wir so gut wie gar nicht. Hm. Wo ist denn da? War eigentlich... 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Stimmt, also. Die Strandbar. Sollte die sollte ja hier hin, wo ich jetzt gerade bin. Genau, ein kleines Stück weiter. Die muss ja unten am Strand dann sein. Das wird ja wieder so ein Mammutprojekt für mich im Kopf, weil sowas habe ich noch nie gebaut. Bei Soatex habe ich auch schon verschiedenfarbige Betten. Stimmt ja. Bei dem richtigen jetzt, bei dem richtigen Ressource-Pack. Fand beim Schiff ja so faszinierend. Mhm. Da war jedes Bett anders. So. Dann brauche ich noch... Ich war kein Opti-Fein drin, diesmal sehe ich es nicht. Holz. Da. Eine Strandbar. Hattet ihr eigentlich oben auf dem Berg für Holzverwände? War das Eiche oder Akazien? Ich weiß das gar nicht mehr. Kann auch Fichte gewesen sein. Ich glaube, Akazienholz würde da, glaube ich, gut zupassen. Hab ich da. Musst du in die Truhe gucken, die dort in dem ersten fertigen Haus steht.
wo der Rosenstrauch davor steht. Da habe ich, glaube ich, Holz drin. Ganz schön viel. Ja, ich habe jetzt hier erstmal alles eingelagert und was ich nachher nicht brauche, das nehme ich wieder mit, wenn wir hier fertig sind. War dieses komische Tor schon immer hier? Das haben wir letztes Mal gebaut, Led und ich. Ich würde sagen, das ist so fremd. Das ist denn der Strandruntergang. Passend zu deinem Platz so ein bisschen. Ja, man könnte noch mit Halbstufen ein bisschen das verschickern, ne? Da mische ich mich nicht mit ein. Hm, nö, ja, ich sag ja nur. So, und denn hier unten ist ja noch ein bisschen Platz. Dann kann man ja hier irgendwo noch die Bar hinsetzen. Und ich wollte dann auch noch Sand abbauen und den Strand noch ein bisschen verstranden. Also mehr Strandsand, ne? Mhm. Den wollte ich mir aber dann aus der Wüstenwelt holen. Knapp, Welt gut gemacht. Ja, das haben wir beide zusammengebaut. Und? Da waren wir, da war wirklich, der hat Spaß gemacht. Er hat dann immer ausprobiert und wir haben das dann immer beide begutachtet. Das war eine schöne, die Folgen kommen ja jetzt, die Tage. Na jetzt, wenn das hier kommt, dann ist das ja schon vorbei. Aber die Folgen kommen jetzt, die Tage, wo wir da, wo ich mit Blät unterwegs war. Ja schon. Wie bitte? Die Session läuft ja schon. Mhm. Wo ich mich da so geärgert habe beim Silo bauen. Ja, naja. Sind nicht immer alle Tage gleich. Ja, weil das ärgert mich, dass sie in der Version irgendwas patchen. Ja, klar, weil man sich da drauf eingeschossen hat, dass das so und so geht. Und dann ist das eben nicht mehr so auf einmal, ne? Mach hier gleich mal eine Fackel ran. So. Ah ja, die Fackeln sehen ja hier auch schicker aus. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Warum habe ich das denn nicht genommen? Ich bin doch blöd. Die habe ich doch noch so gelobt. Dass die Fackel... Ah, ich bin runtergefallen. Dass die Fackelhalter viel schöner sind, ne? So, jetzt bin ich wieder drauf. Ach so, warst du kurz weg, habe ich gar nicht mitgekriegt. Wieder so ein Störfried. Ja. Ich habe gerade erzählt, dass... die Fackelhalter anders sind. Ja. So. Und so. Und dann haben wir das so. So getan. Und so. Und dann brauche ich jetzt zwei Erdblöcke. Erde. Meine Schaufel hält immer noch durch. Da sollte ich mich aber mal langsam drum kümmern. Die macht nicht mehr lange. Und ist eine Diamantne. Und verzaubert. Wäre schade drum. Ja. Kannst du die Verzauberung ja Gott sei Dank retten. Ja, machen wir auch nachher gleich. Eichen. Ach, ich habe ja hier schon das Richtige. Ich muss es mir bloß in den Slot legen. So. Und Betten sind hier genug, wir können ja auch schlafen. Oder Akazienholz passt hier perfekt. Das freut mich. Alle. Ich frage, wie sieht ein Strandhaus aus? Ich war schon lange nicht mal am Strand. Glaube ich schon 5 Jahre her. Du, ich bin auch nicht. Jetzt hier im Sommer sowieso nicht. Ich bin auch nicht so ein Strandkind. War ich nie so wirklich gewesen. Krieg relativ schnell Sonnenbrand, wenn ich nicht aufpasse. Und... da habe ich keinen Bock mehr drauf. Die Zeiten sind vorbei, dass mich das nicht so stört. Ist ja auch nicht gesund. Ah, warte mal, ich baue das jetzt mit was anderem ab. Ne? Muss dir mal Domme angucken. Ihre Bräunungsgeschichte. Die war dann schon Schwarzkohle im Gesicht. Ja, das ist absolut ungesund. Und wie sie denn immer sagte, das ist gesund. Nein. Gesund aus. Ich fand das so geil. So, hast du wieder Tag gemacht? Nein. Na, dann ist ja gut. Ist schon die ganze Zeit Tag. Das arbeitet sich viel besser. Ja, und ich fliege nach Hause. Ich muss die Schaufel reparieren und die Axt. Ich liebe die Musik. Ja, ist ein bisschen. Tralala. Genau.
Und soll ich immer was sagen? Wir haben schon wieder 20 Minuten. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ich habe noch gar nicht viel geschafft. Ich jetzt auch nicht. Ich habe gerade meinen ersten Anfang versucht. Ich finde das Jetpack genial. Mal gucken, wie viel habe ich jetzt noch? 70% schon wieder weg, du. Kannst vielleicht Sand mitbringen? Ganz ja, ich das kann aber ein bisschen dauern. Ich werde jetzt erstmal. Das brauche ich eh jetzt noch nicht. Das passt. Erstmal. Wir haben gar keine Werkzeuge mehr, ne? Unten waren noch welche. Unten sind die eingelagert. Ja. Die haben wir selber runtergebracht. Achso, ich habe ja wieder Licht an, deswegen. Dann ruckelt das gleich noch ein bisschen mehr, wenn man das anlässt. Und Glasschein bitte. Glasschein brauchst du auch? Mhm. Wie viel? 12. Ich habe 18. Das geht auch. Ja, die nehme ich dann mit. So, ich habe gesagt, ich brauche eine. Ah, hier ist nur eine kaputte Diamantschaufel drin. Die ist aber auch schon ziemlich am Ende. Und Item-Frames wären gut. Item-Frames. Mit diese Bilderrahmen. Nee, wo haben wir die denn? Die nee, haben die wir. Nannten sich nur Rahmen. Die haben wir. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Halt's Maul. Oh, jetzt setze ich einen Erdblock ran. Nein, hier sind die Loren drin. Die Tür da. Das ist so genial mit der Tür. Hier sind Stöcker. Stöcker brauche ich jetzt sowieso. Kommt auch schon die nächste Klärung. So. Eine Schaufel. Brauchst du auch noch irgendwas an Werkzeug? Nee, ich hab soweit alles. Und eine Axt. Da brauche ich momentan nicht viel. So. Alles wieder reintun. Ja. Die Frames habe ich aber noch nicht gefunden. Müssten irgendwo unter Sonstiges sein. Ja, Rahmen haben wir 10 Stück. Ja, alle mitnehmen. Nicht ins Wasser. Die Musik ist gut. Das ist nun wirklich mal gegenüber dem anderen was anderes, ne? Mhm. So, die Frames habe ich. Das habe ich. Sand wolltest du noch, ne? Sand hatten wir hier aber auch, ne? Sand ist auch eingelagert. Wie viel brauchst du? Vielleicht 16. Ja, dann reicht das ja hier. Dann nehme ich so einen halben Stack mit. So, dann gehe ich jetzt hoch und repariere mein Zeug. Dann kann das hier noch erweitern. So. So. Dann ist das jetzt auch repariert. Du brauchst Glasscheibe, Rahmen, Sand. Das ist Sandstein. Geil. Gut, dass ich nochmal gucke. Da habe ich mich doch glatt vergriffen. Geh auf dir. Ich muss gleich die Sendung dazu ein. Sand. Nein. Ins Wasser. So, immer schön alles zumachen. Weil unsere Tiere manchmal ausbimsen. Bin ich auch. Da hacke ich jetzt nicht mehr. Oh, wo bist du eigentlich?